Guten Morgen. Es ist jetzt endlich soweit, dass ich euch sagen kann, wann es bei mir losgeht mit meinem Herzenswunsch, einfach mal die Tür hinter mir zuzuschließen und loszuwandern. Und gar nicht wissen, wie lange ich wandern kann und wann ich zurückgehe. Und heute möchte ich euch ein kleines Update geben, was den Termin angeht und die letzten Vorbereitungen und was konzeptionell sozusagen da ja, auf mich und auch auf euch zukommt, weil ich möchte diese Erfahrung für mich natürlich dokumentieren, wie ich alles in meinem Leben, was ich an Erfahrung gesammelt habe, seitdem ich auf YouTube bin, dokumentiere, und so wird es auch der Fall sein bei der Wanderung. Ich möchte also, packe meinen Rucksack und laufe einfach los. Ich habe ja von vielen von euch, mittlerweile sind es glaube ich knapp über 150 Leute, auch ja, die Informationen bekommen, dass wenn ich in der Nähe von diesen Menschen bin, dass ich dort auch übernachten kann. Und das freut mich natürlich über diesen regen Zuspruch und dass die Menschen ja auch ein Interesse haben, ja, jemanden oder die Möglichkeit geben, jemanden bei sich wohnen zu lassen, der quasi ja einfach so loswandert. Und ich meine, ich kenne das von mir selber, ich mache das auch gerne, ich bin noch bei Couchsurfing angemeldet und bei mir können die Leute auch schlafen. Die Rohkost-Potluck-Besucher wissen das ja auch. Aber es ist trotzdem nicht selbstverständlich, dass man jemanden bei sich schlafen lässt. Und ja, selbst wenn es nur der Vorgarten ist, ich habe ja ein Zelt mit, es ist immer schön, dann in einer trotzdem relativ sicheren Atmosphäre ja, schlafen zu können. So, und bisher war ja so gedacht, ja, ich hatte noch keinen Plan, aber ja, so eher Deutschland. Und ihr wisst ja alle, ich habe im Rohkost-Potluck im Dezember den Albin kennengelernt. Der Albin, das ist ein Schwede, der macht einen Walk to Peace. Er läuft jetzt so lange, mindestens hat er jetzt so geplant 10 Jahre, wie es halt keinen Frieden auf der Erde gibt. Und er läuft für den Weltfrieden. Ursprünglich war geplant, dass er direkt nach Syrien wandert, von Schweden. Und jetzt ist das wohl ausgedehnt auf eine Weltwanderung. Und wie dem auch sei, er läuft auf jeden Fall für den Frieden, tut mit seinen... Er hat einen eigenen Blog, den verlinke ich euch auch mal unten. Tut mit seiner Präsenz und mit den Informationen, mit den Videos, die über ihn gemacht werden, natürlich immer wieder in das Bewusstsein der Menschen das reinbringen, dass noch Krieg herrscht und dass es halt so einfach ist, Frieden zu haben. Und er hat eine Persönlichkeit, die ich sehr, sehr anziehend finde, und ich fühle mich extrem verbunden mit ihm, also mein Bruder im Herzen und auch Bruder im Geiste. Und ich habe mal ein Interview mit ihm gemacht, wer das noch nicht gesehen hat, verlinke ich euch oben in den Infokarten. Und ja, und wie der Zufall so will, ist es so, ich habe damals schon überlegt, ob ich eventuell mit dem Albin mitlaufe nach Syrien. Aber ja, in meiner Verfassung ist es absolut utopisch anzunehmen, dass ich allzu lange laufen kann, denke ich zumindest. Zumindest was die Ärzte sagen. Ne? Ich habe das linke Knie ist zertrümmert, das müsste operiert werden. Nach Ansicht der Ärzte dürfte ich gar nicht laufen. Ich laufe aber schon ziemlich lange und das funktioniert. Also das ist seit ich 16 bin, also seit über 20 Jahren ist das Knie zertrümmert und es läuft. Und jedes Mal, wenn es geröntgt wird oder sowas, oder geröntgt wurde, jetzt gibt es eigentlich keine Veranlassung mehr, wurde mir immer gesagt, nee, du musst das operieren lassen. Ja. Nein, habe ich bisher noch nicht gemacht und ja, sehe auch keine Veranlassung, weil mein Körper sagt mir nicht, ich soll es operieren lassen. Das ist der eine wunde Punkt, den ich habe, also das Laufen an sich könnte irgendwann ein Problem werden mit diesem Knie. Und zum anderen natürlich, ich habe einen schweren Bandscheibenvorfall, das heißt, die Bandscheibe inklusive der Gallertflüssigkeit ist komplett raus, es sind die beiden Wirbel übereinander, dazwischen liegt noch der Ischiasnerv, unglücklicherweise, was entsprechend auch mal fast ein ganzes Jahr gelähmt war, halbseitig und auch operiert werden sollte, auch damals, die Geschichte kennt ihr alles, brauche ich nicht zu wiederholen auf jeden Fall, das sind so die beiden großen Punkte. Das heißt, das eine ist vor allem auch ein bisschen ja, das Schlafen und auch das Laufen ist eher positiv für die Bandscheiben, aber eher das Schlafen. Und das andere ist halt eher das Laufen. So, und das Laufen und Schlafen sind die essentiellen Dinge, die jetzt auf mich zukommen werden. Und von daher ist es utopisch anzunehmen, dass ich bis nach Syrien laufe. Aber ich möchte, weil Albin jetzt, der kommt nochmal zum Potluck am 6. Mai. Ich werde auch am 6. Mai doch nochmal beim Potluck dabei sein. Das heißt, wer Lust auf das Leipziger Rohkost-Potluck hat, das legendäre, kann man ja schon fast sagen, der kann... ja, am 6. Mai mich nochmal persönlich treffen, und am 7. Mai werde ich dann
nochmal zu mir finden und am 8. Mai werde ich dann gemeinsam mit Albin tatsächlich loslaufen. Und ich werde einfach, habe Albin schon gesagt, maybe a few days, maybe a week, keine Ahnung. Ich werde mitlaufen. Ja, hat so eine Art Plan, wo ich mich jetzt einfach dann ja, einfach dazu entschließe, da erstmal mitzulaufen. Die Route geht halt ja, jetzt bis nach Dresden erstmal, also quer durch Sachsen. Und dann läuft er weiter. Er läuft dann nach Prag und dann nach Wien, nach Bukarest, Budapest, Istanbul, Armenien. Und dann tut er, glaube ich, bis nach Moskau. Und von Moskau dann mit der transsibirischen Eisenbahn nach Peking. Da fährt er dann ein Stück. Und also ein Stück ist gut, quasi komplett durch Russland. Und ja, das ist aber, dann geht dann schon in 2018 rein. Und das ist dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so lange durchhalte. Aber ich lasse es mir offen, wer weiß. Und ich habe auf jeden Fall hier alles geklärt. Das heißt, ich habe hier keine großen Verpflichtungen mehr. Ich habe alles offiziell geregelt. Und ja, habe wirklich freie Hand, auch wirklich länger wegzubleiben. Und ja. Und deswegen ist eigentlich alles organisatorisch jetzt klar. Und jetzt geht es halt einfach nur darum, ja, was passiert. Ne? Einfach loslaufen. Eine Sache ist natürlich auch das Schuhwerk. Also meine Soulrunner, die ich bisher getragen habe, ist mittlerweile unten, da hat sich ein Löchlein gebildet nach 2 Jahren. So ungefähr die Lebenshaltungsdauer, wenn er jeden Tag läuft. Aber ich werde versuchen, die Großteil barfuß zu laufen. Wenn es nicht mehr geht, hat mir meine Mama ein paar Schuhe gekauft. Das sind die hier. Das sind eigentlich Badeschuhe. Die Firma heißt Spartan, kennt keine Sau. Und ich probiere es einfach mal. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl für die Schuhe. Und verlinkt ihr euch mal. Die gibt es nicht bei Amazon, die habe ich jetzt bei eBay gefunden. Meine Mama hat die beim Bauer-Katalog bestellt. Also was gibt es noch? Also Kataloge, wo man dann bestellt, wie früher so Quelle und Otto. Und meine Mama hat die bei dem Bauer-Katalog bestellt. Und ja, dann brauche ich euch nicht zu verlinken. Deswegen habe ich euch die Schuhe bei eBay rausgesucht. Und mal sehen, wie lange die halten. Ich bin total gespannt, ob die 1000 Kilometer schaffen. Also 1000 Kilometer sollten sie schon packen. Und ja, das ist auch das Schuhwerk, beziehungsweise halt barfuß, wie ich halt laufe. Mal sehen, wie es im Gebirge ist, weil ich habe nun keine wetterfesten Schuhe und keine, weil wir laufen ja nun durch das Erzgebirge dann. Und mal sehen, wie das ist mit Albin, muss ich halt sehen, spontan halt schauen. Genau. Und das also zum Schuhwerk. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich werde das dokumentieren. Ich werde das versuchen täglich auch zu dokumentieren. Allerdings muss man gleich dazu sagen, warum ich mir keine Soulrunner kaufe, nicht weil die Soulrunner so schlecht sind, sondern schlicht und einfach, weil ich sie mir nicht leisten kann. Ja, das muss man einfach dazu sagen. Ich kann jetzt hier nicht mit dem besten Equipment losgehen und gut vorbereitet, aber das ist ja nicht schlimm und das, ich glaube, das geht vielen von euch genauso. Also man kann sich einfach nicht alles leisten, das muss man dann einfach akzeptieren. Und deswegen freue ich mich, dass meine Mama mir jetzt hier die Schuhe gekauft haben. Ich weiß nicht, was die genau kosten, aber auf jeden Fall irgendwas unter 30 Euro. Und ja, und damit wäre ich dann quasi ja, die laufen und halt barfuß. Und auch vom Equipment, ich habe euch ja schon mal verlinkt, ich habe mir ein Zelt gekauft für, lass mich lügen, glaube ich 49 Euro. Und genau, Schlafsack war das Problem, weil ich brauche einen Schlafsack, der halt, wo ich die Beine überschlagen kann wegen meinen Bandscheiben. Und da gibt es nur einen Schlafsack. Es gibt nur einen Schlafsack, der Arme und Beine frei hat. Also vor allem Beine frei hat. Es gab zwei, aber der eine war nicht mehr lieferbar. Und da gab es nur noch einen einzigen Schlafsack. Das war dieser Selkback. Und da musste ich 150 Euro für den Schlafsack ausgeben. Das hat mir richtig wehgetan, aber wenn ich die Möglichkeit haben möchte, irgendwo zu schlafen, dann brauche ich irgendwie einen Schlafsack. Und ja, entsprechend habe ich mir den Schlafsack dann geholt für 150 Euro. Also das war echt, da habe ich lange gegrübelt. Auf jeden Fall, ja, der Schlafsack, den habe ich halt als Equipment. Dann das Schlafen an sich. Ich habe lange nach einer Matratze gesucht. Nun ergab sich das so, mache ich noch ein eigenes Video dazu. Ich habe jetzt eine ganz dicke Matratze. Die ist natürlich sehr, sehr schwer. Rucksack habe ich. Ach, ich müsste mal ein Equipment-Video machen. Ich mache dann einfach mal ein Equipment-Video. Das würde jetzt zu lang führen. Ich habe immer auch einen Rucksack noch neu kaufen müssen. Und kommt auf jeden Fall, mache ich. Wie dem auch sei, ich tue auf jeden Fall, habe versucht, relativ preiswert und trotzdem qualitativ so halbwegs hochwertig, weil ich lebe ja quasi nur aus dem Rucksack und von dem Rucksack. Und ja, aber Equipment-Video mache ich. Ja.
wenn es euch interessiert. Also, aber ich vermute mal, es interessiert euch. Ich habe nur überlegt, ja, Equipment-Video mache ich, weil es sehr, sehr viele YouTuber machen, die jetzt irgendwie reisen oder sowas, dass sie ein Equipment-Video machen, was ich halt für mich da halt besorgt habe. Wenn ihr das wissen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, wenn jetzt alle sagen, ey, komm, hör auf mit dem Scheiß, dann lasse ich das. Auf jeden Fall, ja. Was würde ich sagen? Also, 8. Mai geht's los. Es sind alle immer herzlich eingeladen, uns zu begleiten. Ich kann schon uns sagen, Albin und ich teilen das. Also wer Lust hat, der kann uns begleiten. Allerdings sollte dazu gesagt werden, dieser Walk to Peace ist tendenziell eher auch so ein Walk, also so ein Lauf der Besinnung und nicht, wo man jetzt die ganze Zeit quatscht, sondern eher so ein Lauf in Stille. Das heißt, dass man da läuft und dass man sich ja nicht ständig unterhält oder sowas. Also dass man da wirklich, ja... Ja, wir können sich ja Kopfhörer reinmachen, ein bisschen Musik hören oder sowas, wem das nicht stört. Ja. Es wird einige Problematiken geben bezüglich, genau da war ich vorhin stehen geblieben, bezüglich der Videos. Also zum einen habe ich auch nicht genug Traffic, um jeden Tag ein Video hochzuladen. Ich habe das bei dem Rainbow Gathering gemerkt. In 3 Tagen ist mein Traffic weg. Also das heißt, ich muss WLAN suchen. Und wir werden natürlich durch Städte gehen, logischerweise. Und vielleicht hin und wieder mal einen WLAN-Spot finden. Aber im Großen und Ganzen, ja, habe ich jetzt keine Möglichkeit, da jetzt total viel mobil hochzuladen. Ich werde versuchen, auch die Qualität runterzuschrauben. Das heißt, in der schlechtesten Qualität zu filmen. Und ich werde auch kein Gimbal mitnehmen oder sowas, sondern ich werde nur das Handy mitnehmen als Technik. Das heißt, die wird halt verwackelt sein, wie es halt so von Handys halt üblich ist. Und also ich stelle das Handy halt irgendwo in Ruhe hin und rede mit euch. Aber wenn ich irgendwelche Aufnahmen mache, keine Ahnung, ob das jetzt nur Resümee wird oder ob es Aufnahmen werden, wo ich bin. Sicherlich wird es die eine oder andere Aufnahme geben, bin ich mir sicher. Und dann werde ich die Videos zusammenschneiden, alles mit dem Handy. Und ja, wie gesagt, vorrangig ist das Ziel einfach die Wanderung. Und ich möchte es natürlich dokumentieren, aber ich tue jetzt nicht das Dokumentieren an allererste Stelle stellen und dass ich halt jetzt hier das Equipment mitnehme und danach plane, sondern ich nehme mein Handy mit und versuche halt irgendwie bei YouTube das hochzuladen. Und ich habe mir schon von Anfang an gesagt, ich werde das eine Woche zeitverzögert machen. Das heißt, am 8. Mai geht's los und ich werde das aber erst am 15. Mai, sozusagen den ersten Tag meiner Wanderung, veröffentlichen. Und vielleicht idealerweise dann jeden Tag, weil wenn ich jeden Tag ein Video mache, offline, mit dem Handy, so, denn ich den Strom dafür habe, das kommt danach dazu, ich brauche hier wieder Strom, wo ich mein Handy auflade. Und wenn wir jetzt tatsächlich durch Europa laufen, dann ist es so, dass ich auch nicht so viele Leute kenne, wo ich sage, hey, komm, gib mir mal deinen Strom. Wenn ihr Ideen habt, wie ich an Strom komme, im international, also insbesondere jetzt Tschechien, Österreich, Ungarn, Rumänien, so die Sache, dann sagt mir das. Ich rede schon von, dass ich so weit komme. Das ist ja nur potenziell. Na, noch geht es erstmal nach Dresden. Wenn ich bis Dresden schaffe, dann bin ich schon froh, das sind über 100 Kilometer zu laufen. Und ja, aber wie man an Strom kommt, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Und dann hoffe ich, jeden Tag ein Video zu machen. Es kann natürlich sein, dass dann halt eben kein Video irgendwann kommt, weil ich eben das nicht geschafft habe, Strom zu finden oder WLAN zu finden. Brauche ja beides. Und so ein Handy, das hält ja mittlerweile nur noch einen Tag. Und ja, und dann wird es halt die Update-Videos geben, je nachdem, wie ich es schaffe. Genau. Bei Facebook wird es relativ tagaktuell sein. Das heißt, bei Facebook werde ich immer wieder sagen, wo ich bin und dass die Leute, die mitwandern möchten, dass die genau wissen oder die mich treffen möchten, mich unterhalten oder den Albin treffen wollen. Da gibt es ja jetzt auch sehr, sehr viele. Und ja, die da uns einfach besuchen kommen können und mit uns reden, mit uns feiern, mit uns singen, was auch immer. Ich überlege, die Ukulele mitzunehmen, ein paar Mantras zum Abend, so zum Singen vielleicht. Ja. Oder natürlich auch die Leute, die anbieten, dass wir bei ihnen schlafen können. Weil wir sind natürlich immer dankbar darüber, wenn wir irgendwo ja, entweder unser Zelt anschlagen können oder halt idealerweise in der Wohnung unsere Matten hinlegen können oder eine Couch sogar haben oder was. Aber das muss ja gar nicht mal sein. Aber einfach unsere Matten irgendwo in der Wohnung legen können, wo es schön warm ist und wo wir geschützt sind. Und wer da auf der Strecke liegt, jetzt erstmal Richtung Leipzig, Dresden, Prag, das ist wohl die Strecke, die ja läuft und so wird es auch ungefähr laufen. Ja, dann kann er mir Facebook einfach Bescheid geben und bei Facebook werde ich halt, oder bei Instagram werde ich halt vielleicht das eine oder andere Foto posten und ja, wo es halt, da ist halt tagaktuell, aber die Videos werden halt, die auch ein bisschen tiefsinniger gehen, wo ein bisschen mehr rüberkommt, die werden halt eine Woche Zeit verzögert sein. Ja, ansonsten die Intention dessen gibt es halt 3 große Intentionen, warum ich das mache.
Einmal, ich möchte wissen, möchte an meine körperlichen Grenzen gehen. Das habe ich jetzt auch schon beim Rainbow Gathering gemerkt, dass mir das gut tut, dass ich Leid spüre. Also was im Muskelkater sowas, das ist geil. Wenn natürlich sowas ist wie, ich bin gelähmt, weil die Bandscheibe wieder den Ischiasnerv da sozusagen blockiert hat, dann kann ich halt einfach nicht weiterlaufen, Punkt, aus, Ende. Aber halt generell auch so seine Belastungsgrenzen, eventuell auch mal mit wenig Wasser rumgehen, weil ich will nicht Wasser rumschleppen. Ich habe mir so eine Life Straw gekauft, den habe ich jetzt hier leider nicht im Griff, weil das würde ich euch mal zeigen. Mit diesem Life Straw kannst du halt aus Pfützen trinken, du kannst aus stehenden Gewässern trinken, aus Mooren, aus überall kannst du trinken. Der tut dann alle Bakterien raus, für den Geschmack halt nicht, das schmeckt dann halt wie Kloßbrühe. Aber, und die Viren tut er auch nicht rausmachen, aber Wasser, Viren in Wasser ist extrem selten und das weiß man eigentlich, steht zumindest in der Beschreibung, da muss ich mich dann informieren. Aber das Großteil sind einfach die Bakterien im Wasser, ja, und ja, der Livestore, der wird halt in Afrika eingesetzt, dass die Kinder halt aus Pfützen und so weiter überall trinken können, damit sie überleben. Und das Ding nehme ich auch mit. Das heißt, das wird auch eine Herausforderung sein, dann aus Pfützen zu trinken, wenn dann halt nichts anderes da ist. Auch mit dem Essen, mal schauen, wie es da läuft. Also diese körperliche Herausforderung ist auf jeden Fall das eine. Das andere ist so ein bisschen diese Selbstfindung, ne? Dass wenn man halt draußen ist in der Natur und läuft, ich merke es ja selber schon bei den Strecken, die ich jetzt laufe, das ist halt schon ein Gefühl von klarer Positionierung in dem Universum, was du da hast. Ja, du denkst nicht irgendwie an irgendwelche Sachen wie Geld, Anerkennung, Karriere oder sonst was, sondern du läufst und du spürst die Sache, du siehst die Entwicklung der Städte, du siehst Natur, du siehst, was mit der Natur passiert, wie mit der Natur umgegangen wird, du siehst halt viele Dinge und hast da so ein Gefühl dafür, für die Menschheit. Und das ist nicht immer positiv, das ist aber auch nicht immer negativ. Aber du positionierst dich selber auch so ein bisschen in diesem Umfeld und ja, siehst einfach klarer. Und das ist so der zweite Grund, diesen Walk zu machen. Und der dritte Grund ist, ja, einfach Menschen kennenzulernen. Und Menschen, ich würde nicht sagen zu helfen, das wäre arrogant. Aber vielleicht auch Menschen mir helfen zu lassen. Auf jeden Fall sich gegenseitig zu inspirieren. Das heißt, Menschen zu begegnen und ja, die Energien auszutauschen mit Menschen. Und diese drei Punkte, Körperlichkeit, das Seelische und halt die Interaktion mit Menschen, den Energieaustausch, das sind die Sachen, was der Grund ist für diese Wanderung. Und inwieweit das bedient wird, das werdet ihr sehen. Der Termin steht jetzt sozusagen fest, das ist der 8. Mai, dann geht's los, das ist ein Montag. Die ersten YouTube-Videos wird es am 15. Mai geben. Ich habe ein paar Videos dann auch vorproduziert, die auch zwischendurch mal kommen. Und es kann natürlich sein, wenn der Walk wirklich länger dauert, dass es mal eine Zeit lang gibt, wo es gar keine Videos gibt. Also ich werde versuchen, jeden Tag ein Video zu machen, ab dem 15. Mai. Und wenn ich keine Videos mache, dann versuche ich wenigstens eins meiner vorproduzierten Videos reinzumachen. Sozusagen Informationsvideos oder ja, über das bewusste Leben oder was auch immer, was mir für Gedanken gekommen sind, die Videos, die ich jetzt schon gemacht habe. Aber die sind auch sicherlich irgendwann alle, logischerweise. Und dann wird er eventuell auch gar kein Video bekommen. Aber das ist einfach authentisch, das ist wie es ist. Und ihr werdet auf jeden Fall, wie immer, seit 14. Dezember 2014, ich glaube, so lange ist da gar keiner dabei, aber einige sind schon sehr, sehr lang dabei, ihr werdet einfach erfahren, wie es in meinem Leben weitergeht. Und ihr könnt daraus für euer Leben halt sehr, sehr viel ziehen. Weil ich berichte ehrlich, authentisch, ihr wisst genau, was passiert. Die guten wie die schlechten Zeiten, ihr wart eigentlich immer dabei. Und jetzt geht es halt ums nächste Kapitel, das ist die Wanderung. Und es wird auch nicht das letzte Kapitel sein. Also ich sterbe, dann wird es das letzte Kapitel sein. Aber vorausgesetzt, ich habe noch ein paar Jährchen, dann ja, werdet ihr immer an meiner Seite sein. So, denn sich bei mir nicht gravierend was im Mindset verändert, dass ich sozusagen es nicht mehr teilen möchte oder so weiter. Kann ja alles sein. Keine Ahnung. Aber auch da werdet ihr dabei sein, dass ich euch sage, warum und weswegen. Und ja, also, das als Update. 8. Mai geht's los mit Barfuß und Badeschuhen auf dieser Wanderung. Und wir gucken, was passiert. Ich freue mich auf jeden Fall total. Und
Vielleicht ja, direkt am Start, also Albin und ich laufen halt los. Vielleicht am Start kommt Chiara auch noch mit. Bei ihr müssen wir den Umzug sehen. Deswegen habe ich auch die Deutschlandwanderung nicht gemacht, weil Chiara eigentlich die Deutschlandwanderung mitmachen wollte. Und zumindest auch anfangen mit. Und ich habe ja gesagt, wer join will, wer sich mir anschließen möchte, der kann dies tun. Und ja, und da Chiara das direkt am Start gesagt hat, Chiara, wegen Umzug bitte noch warten, habe ich halt noch ein bisschen gewartet. Und ja, und das verzögert sich halt jetzt alles ziemlich. Und ja, wenn sie bis 8. Mai fertig ist, dann kommt sie wahrscheinlich mit. Auch für sie, dann muss sie sehen, wie lange. Und vielleicht läuft da irgendwann Chiara und Albin und ich höre irgendwann auf. Kann alles passieren. Wir werden sehen. Auf jeden Fall raus, Tür zu und wandern. Einfach nur wandern und schauen, was passiert. Wir sehen uns morgen wieder.